Servus Fritz, ich bin Victoria und hier kommt meine Bewerbung für die dritte Staffel von Seven vs. White. Kurz was zu meiner Person. Ich heiße Victoria Fischer, bin 29 Jahre jung und komme aus dem schönen Bayern, ganz genau aus der Nähe von Augsburg. Ich habe 12 Jahre lang im Büro gearbeitet, nebenzu noch Selbstständigkeit, aber ich bin jetzt seit letztem Jahr ausgebrochen aus diesem Hamsterrad. Weil ich einfach meine eigene Freiheit entdecken wollte, mein Leben so gestalten wollte, wie ich es wirklich will. Und ja, bin jetzt viel im Fitnessbereich unterwegs, probiere diverse Sportarten aus, reise viel und genieße einfach die Zeit meines Lebens. Und bin einfach so ein kompletter Abenteuertyp, Adrenalin-Junkie hoch 10, also Bungee-Jumping, alles was mit Höhe, Tiefe, Schnelligkeit zu tun hat, da bin ich hundertprozentig dabei und feiere es total. Ja, und deswegen bin ich immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer und dann wäre genau Seven vs. Wild richtig. Outdoor-Skills kann ich nur sagen, jein, sind eigentlich nicht wirklich vorhanden. Ich bin zwar auf dem Dorf aufgewachsen, war die ganze Zeit in der Natur, bin sehr naturverbunden, liebe die Natur, bin sehr gerne draußen. Ja, draußen campen, draußen übernachten, sich selber was bauen, bin ich leider noch nicht komplett, kenne ich mich jetzt leider nicht aus. Deswegen würde ich als meinen Partner, meinen Bruder, meinen älteren Bruder vorschlagen. Der hat ein jahrelanges Survival-Training hinter sich, war schon in den ganzen umliegenden Ländern, Italien, Österreich, in den Wäldern unterwegs und auch schon in Neuseeland hat er sich unter Beweis gestellt. Deswegen glaube ich, dass er mich da wirklich super drauf vorbereiten kann. Wir haben einen eigenen Wald zu Hause und können darin dann bauen, können Feuer machen, können Tiere jagen. Also da sind wir ziemlich flexibel und ich glaube, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, dass ich mich perfekt drauf vorbereiten kann und werde dann natürlich, um meine Outdoor-Skills wirklich auf ein gutes Level zu heben, um deine Challenge meistern zu können. Mein Bruder weiß leider noch nichts von seinem Glück, aber ich glaube, das ist auch genau das Richtige für ihn und er wäre auf jeden Fall dabei. Ich glaube, es wäre auch mal richtig interessant, ein Geschwisterteam im Spiel zu haben, weil klar, es ist Familie und ist natürlich die Frage, ob es eher von Vorteil oder von Nachteil ist. Klar, es kann natürlich mehr zu Streit führen oder man reißt sich eher zusammen oder man hält besser zusammen oder je nachdem. Aber das würden wir dann sehen, wie wir als Geschwistergespann funktionieren würden. Ja, und eine Voraussetzung für die Bewerbung war ja, dass man etwas zum allerersten Mal macht. Und ich stehe hier mitten im Nirgendwo im Himalaya-Gebirge und trage mit 4 anderen Personen eine 100 Kilo schwere Langhantel. Eine 100 Kilogramm Langhantel von der Startzone in Pokhara, Nepal, zum Annapurna Base Camp hinaufzutragen. Auf über 4200 Höhenmeter führen sie dann die höchste Trainingseinheit der Welt durch. Auf das Annapurna Basecamp hoch. Für die höchste Trainingseinheit der Welt. Ja, hat vor mir noch niemand gemacht. Ist für mich auch das erste Mal. Und hier liegt einfach Verzweiflung, Wut, Trauer, Freude, Tränen. Alles so nah beieinander. Tja, wie ihr seht, bin ich jetzt mit der Langhantel ausgestattet und darf
das gute Stück auf meinem Rücken tragen. Ist jetzt nicht ganz so bequem, aber noch aushaltbar. Aber ich halte durch. Alles fürs Team. So, wir haben die Geistererfrischung hier gefunden. Einfach Schuhe ausziehen und das kalte Wasser halten. Und bei diesem Wahnsinnsausblick. Ja, aktuell gehen wir eigentlich gerade nur bergab, was auch eine Anstrengung ist, eine andere Anstrengung als bergauf gehen. Es geht halt mehr auf die Knie. Dreimal 10 Kilo Scheiben plus mein Gewicht, so bin ich jetzt eigentlich bei roundabout 40. Geht noch, also im Moment, aber diese Stufen, die es da hochgeht, die sind Mörder. Also da zahlt sich jetzt so ein bisschen mein Stairmaster aus mit mehr Gewicht, aber es brennt halt. Geile Aussicht, aber wir sind jetzt schon am Arsch. Aber wir als Team, wir packen das und wir haben Ehrgeiz und pushen uns da durch. Und deswegen bin ich auch so angetan von der Teams Edition und bin einfach gespannt, wie man sich bei 14 Tagen sich gegenseitig einfach so pushen kann und einfach gegenseitig unterstützen, ne, dass man das dann auch tatsächlich durchhält. Ja, also, ich habe hier auf jeden Fall unter Beweis gestellt, und das ist auch eine Sache, die ich zum allerersten Mal gemacht habe, eine fucking 100 Kilo schwere Langhantel auf über 3000 Meter hochschleppen. Das hat vor mir auch, glaube ich, noch niemand gemacht. Deswegen bewerbe ich mich hier jetzt. Ja, Fritz, mir sagt man auch nach, ich bin ein absoluter Strahlemensch. Mein Lächeln bekommt man nicht aus meinem Gesicht. Wie du siehst, ich habe es hier immer noch, auch unter widrigsten Umständen, die wir hier jeden Tag zu kämpfen haben mit Nässe, Kälte, Schmerzen, Frustration. Aber wir halten hier durch und das Mindset ist halt dabei wirklich das Wichtigste. Und mein Lächeln. Mal schauen, ob du das in den 14 Tagen brechen kannst. Weil da bin ich gespannt, wie ich drauf reagiere, wirklich 14 Tage lang in der Wildnis, nach dem Essen schauen. Das ist wirklich nochmal eine andere Herausforderung auch. Und ja, da wäre ich gespannt, ob du mein Lächeln brechen kannst. Ja, und nachdem du die Punkteverteilung abgeschafft hast, kannst du ja nicht mehr wirklich verlieren. Also von dem her brauchst du auch von meinem Team keine Angst haben.